Der nächste Punkt wäre, wie sorge ich dafür, dass solche Personen mich nicht ständig ansprechen, anschreiben oder in meine Nähe kommen? Warum ist das so, dass solche Personen immer wieder in meine Nähe kommen? Das ist eine Frage, die hat jemand vorher im Stream auch schon mal beantwortet, zum Teil. Meistens ist es so, dass dein Innenleben dafür sorgt, dass dein Außenleben genauso ist, wie es bei dir drinnen aussieht. Wie kann man das verstehen? Es gibt in der Psychologie und auch in der Philosophie ein Gesetz, was sich Gesetz der Anziehung nennt. Dieses Gesetz besagt, dass man anzieht, was man denkt, was man isst, also was man isst mit einem S, was man lebt, was die eigenen Worte sind, was die eigenen Taten sind. Das heißt, wenn du wirklich sehr, sehr negativ eingestellt bist oder auch die ganze Zeit im Kopf hast, ich ziehe nur negative Menschen an, ich ziehe nur böse Menschen an, ich ziehe nur toxische Menschen an oder narzisstische Persönlichkeiten an, dann wirst du auch solche Personen anziehen. Okay? Wie viele Menschen dagegen wirken, ist ganz, ganz einfach. Und zwar nennt sich das Affirmationen. Bei Affirmationen ist es so, dass sich wiederholende Sätze sind, positive Sätze sind, die zu gewissen Denkmustern führen und die zu gewissen Persönlichkeitsentwicklungen führen. Diese Denkmuster bzw. diese Affirmationen machen wir leider oft im Negativen unbewusst, indem wir uns die ganze Zeit sagen, ja, ich bin Pechvogel, ich falle immer auf die Fresse, ich treffe immer nur toxische Menschen und so weiter und so fort. Das sind negative Affirmationen, die wir regelmäßig machen und uns befreien können davon aus diesem Teufelskreis, indem wir positive Affirmationen einsetzen. Das heißt, wählt euch drei Sätze aus. Ja, bei mir ist immer der erste Satz, ich bin stark. Ganz, ganz wichtig. Ist bei mir bei jeder Affirmation drin als erster Satz. Die nächsten zwei Sätze wählt ihr euch am besten selbst aus. Ich bin ein positiver Mensch und ziehe auch nur positive Menschen an. Und ich werde, und nicht nur sagen, ich werde glücklich sein, sondern ich bin glücklich. Zum Beispiel, ihr könnt euch auch sagen, ich treffe wunderbare Menschen und gehe super mit ihnen um und sie gehen super mit mir um. Sagt euch das jeden Morgen 10 Mal, 20 Mal, 10 bis 20 Mal und jeden Abend vorm Schlafen gehen 10 bis 20 Mal vor dem Spiegel, schaut euch an. Die erste Zeit werdet ihr euch ein bisschen komisch fühlen, werdet euch ein bisschen verrückt vorkommen. Aber diese Affirmationen sind wirklich sehr, sehr hilfreich, um da gewisse Dinge zu manifestieren, die zu einem positiveren Leben und zu einer positiveren Ausstrahlung führen. Thank you.